Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft World. Ja, in der letzten Folge haben wir hier unseren Rüdiger, Herr Gold, ja, ein bisschen braver Rüdiger, ja, wir suchen hier dich noch deine Frau, aber jetzt ist Plan nicht Q dran, sondern Plan Pick dran. Wir brauchen ein paar Schweine, habe ich jetzt mal festgelegt. Am Berg habe ich noch welche irgendwo gesehen, wie wir die Kuh gesucht haben. Und da holen wir jetzt erstmal die Schweine. Aber irgendwo muss hier noch die Kuh sein. Irgendwo muss hier die Kuh noch sein. Die mobs ich mich auch mal. Irgendwo kullert die noch am Berg rum. Aber wo? Das ist die große Frage. Hatte ich jetzt Fichten oder Eichen? Ich glaube, es war Fichte. Und noch ein Gartentor bräuchten wir. Aber erstmal schauen. Fichte war es. Fichte, ja. Blub, 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 blub. Entweder macht man das jetzt rechts hin. Aber nee, nee, da geht ja das darüber. Ich schließe es jetzt mal da einfach an. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Wie breit sind wir jetzt nochmal hier? 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. Also hier noch eins. 1, 2, 3. Platz. Das hier runter. Das jetzt nach unten ziehen. Okay, da brauchen wir noch ein paar. Wupp. Holz, 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 Holz. Haben wir noch ein bisschen? Fichte, Fichte, Fichte hier. Nehme ich mal hier das da noch raus. Dann Stücke. Stücke, Stücke, Stücke. Mache ich mal ein paar Zäune, weil die Zäune werden wir eh noch brauchen. Bin ich jetzt dumm? So war das Türchen. Das brauchen wir ja nur eins. Und dann brauchen wir noch das Zäunchen. Das dachte ich schon. Wie kann denn das sein? Wie macht man jetzt hier nochmal einen Zaun? Jetzt muss ich da nochmal schauen. Jetzt habe ich es wieder vergessen, total. Keine Ahnung, manchmal kann ich es mir einfach nicht merken. Okay, so. Ist doch klar. Na, das Ding wird so gemacht, das ist so. So. Ja. Drei. Drei. Hallo. So. Hopp. Neun Stück, die müssten fürs Erste reichen. Ich brauche ja nicht so viel. Blub, blub, blub. Dann. Ja, mal hier direkt die Tür rein. Da kann man da noch ein Gehege hin machen, notfalls. Aber hier erstmal ein Licht hin. Hier ein Licht hin. Nein, da nicht. Hier ein Licht hin. Sollte ja theoretisch ausreichen. In der Theorie. Aber das ist ja immer so ein Problem mit der Theorie. Das klappt nicht immer hundertprozentig. Stücke weg. Lange überlegt. Holz rein. Das tue ich auch mal da reinlegen. Oh. Da kann ich auch mal reinlegen. Hier ist schwarz. Was macht das da? Lege ich auch mal rein. Ich bin mal so sozial. Leg's mal da rein. Den Zaun. Hier, war der hier drin? Ja, hier drin war der auch. Okay, Weizen habe ich noch. Nee, für Schweine brauchen wir ja kein Weizen, sondern für Hühner waren es Körner. Hat es für Schweine auch Weizen? Ich glaube ja. Oder nee. Für Schweine war eine Karotte. Aha, ja, 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 ja. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Hier Weizen. Karotschgas. Das wird jetzt lustig. Weil... wo die sind, die Schweine? Nein! Autsch, 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 autsch. Das hat wehgetan. Wir müssten irgendwo hier... Autsch. Rumkullern. Irgendwo hier oder waren die hier? Irgendwo hier müssten die doch sein. Das ist jetzt hier.
Nein! Eieiei. Hier ist ein Schwein. Und da oben müsste dann die Höhle sein. Da. Da ist eine Höhle und da muss das nächste Schwein sein. Ah! Folgst du mir? Ah, ist etwas hoch. Na ja, du hast mich verraten, Junge. Ja, ja, ja. Nein, jetzt kommt er nicht. Doch. Ha. Jetzt kommst du doch mit. Haha. Bleibst jetzt hier mal. Ich bring erstmal dich hoch. Schweinchen? Schweinchen, Babe. Hallo? Und so, yo. Eine Route wäre natürlich praktisch, aber hey. Woher jetzt eine Route bekommen? So. Komm mit. Schweine, Schwein. Oh, nicht in den Tod springen. Nicht, nicht, nicht. Sitz. Komm mit, komm mit. Brav, fein, fein. Kann ich die einfach so? Wo ist der Schweine? Ah, da hier. Geht das so? Mit der zweiten Hand? Geht das? Nee, ich glaube, das geht nicht, oder? Schweini, schau mal. Folgst du mich jetzt immer noch? Doch, geht. Geht. Hier hin und jetzt hier hoch, Schweinchen. Ja! Braves Schweinchen, Babe. La, 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 la. Erde habe ich zum Glück noch. Ah, es folgt mir. Wunderbar. Komm mit. Komm mit. Schön brav hier hoch. Ja, das magst du ganz fein. Eine Spinne. Großartig. Oh, schön brav hier hoch. Komm mit, komm mit. Bist ein braves Schwein. Ist ein ganz braves Schwein. Zum Glück geht es mit der zweiten Hand. Hätte ich beim letzten Mal schon benutzen sollen. Ja, jetzt wird's lustig. Ach, was willst denn du da? Kusch! Oh Gott! Eieiei, du magst Sachen. Schön mitkommen. Nein! Wehe, wenn du. Wenn du. Wer wage es. Wage. Verdammt. Ich hasse diese kleinen Dinger. Nein! Oh. Schau doch nicht so böse. Komm. Brav. Brav. Schön mit. Schön mit. Brav. Nee, hier hoch. Hier hoch. Du musst schon ganz hoch. Brav, ja. Hier hoch. Schweinchen. Nein! Oder da drüben ist eine Spinne. Wir sollen uns bei an die Sonne gehen, oder? Komm, Schweini, Schweini, Schwein. Ist das gefährlich. Aber die kommen erstaunlich gut hoch. Das hätte ich nicht gedacht, dass die so gut hochkommen. Das hat der Nachteil, wenn man noch keine Wege hat. Aber das Projekt Wege, da muss ich mich auch mal dran wenden. Weil es geht auch hier nicht. Ha? Einfach an die Seite vom Berg hochzuspringen. Nein! Hi, Schweini. Willst du die Karotte? Ja, du willst... Denkst, dass ich nicht ernst meine. Hier, kriegst du schon mal eine. Komm. Kommst du mit? Du hast jetzt schon eine bekommen! Keine zwei kriegst du nicht. Schön brav mitkommen. Lalala. Schön, komm her. Eine kann ich dich nicht noch geben. Jetzt bleibst du hier. Haha! Schwein Nummer 1. Davon holen wir zwei, weil ich habe da auf jeden Fall noch ein zweites gehört. Ach ja, für dich habe ich leider kein Steak heute. Oh. Verwöhnter Köter! Nee, bin ich gar nicht ein Braver. Ah. Das wird lustig. Okay, auf den. Autsch. Autsch. Vorsichtig. Autsch.
Zombiefleisch. Ruhig mal mitnehmen, weil ich kenne einen Villager, der tauscht das gegen Smaragde. Das ist richtig gut. Kusch. Nein, hätte ich nicht tun sollen. Bup. Hier war doch dann die Höhle da unten. Ja, der hat... Boah, jetzt sagt schon fast. Aber trotzdem eine verzauberte Goldrüstung. What the fuck? Wollte ich zuerst sagen, eine Tierrüstung? Alter, was habt ihr denn? So, hallo? Was haben die hier angezündet? Cool, ich bin die Fackel. Ah! Lieber gleich mal entschärfen. Nicht, dass da böse Sachen noch passieren. War das jetzt hier hinten? Wo ist sie? Hier ist noch ein Schwein. Das wäre natürlich optimal. Dann wäre ich fast oben. Schweini, Schwein. Kommst du her? Oh ja, brave Schwein. Ja, komm her, mein Freund. Wunderbar. Das magst du toll. Hier tue ich mal zwei Fackeln hinsetzen. Dann kommen da vielleicht nicht mehr ganz so viele Viecher raus. Ja, komm, fein, fein. Ja, ich finde es so krass. In dem Texturenpaket schauen die einfach so böse. Evil Pig. Ah, jetzt sollte ja der Weg leicht hochgehen. Hier war das hier. Ne, wie war denn das? Wo bin ich denn jetzt hier? Warte mal, das war da drüben. Nee, das war hier. Schön nach oben und immer weiter. Kommst mit? Bist du sicher, dass das hier war? Ja, das war hier. Hopp, hoch. Sprung. Schweinemotivation. Wow. Schön nach oben. Nee, ich bin ein bisschen anders gelaufen. Ja, geh mal einen Schritt. Ja, so. Genau so. Jetzt müssen wir nach da drüben. So, ja, da drüben sind wir dann drauf gekommen. Dann muss ich mal kurz hier bescheißen. Nein, nicht runterfallen. Mach keinen Scheiß, Junge. Komm mal her, Sprung. schön breit hier machen. Das ist nicht derselbe Weg, aber ein ähnlicher. Definitiv ein ähnlicher. Schön hinterherkommen. Das magst du fein. Feine Schwein. Schwein, Schwein. Fein. Ja, komm her. Ja. Schön brav. Ja. Das ging leicht. Nicht so kompliziert wie die Kuh. Kommst. Na. Kommst du? Ich hätte nicht ran dürfen. Hier. Aber dieselbe Stelle vorhin auch. Da wird das Schwein ja auch nicht. Siehst du? Hallo? Nein! Nicht die Erde ansehen. Hier, Karotte. Ja. Willst du auch wieder einen Beweis? Hier. So, jetzt. Folgen. Siehst du Karotte? Nein, das ist nicht. Hier. Karotte. Wenn du jetzt runtergehst, Junge. Hallo, Karotte. Hier. Also. Das ist sowas. Da bockt das Schwein einfach rum. Oh. Fein. Jetzt schön reinkommen. Jetzt die Karotte weg. So, dann könnt ihr gleich mal aus sicherheitstechnischen Gründen lecker und schmecker. Oh, süß, ein Pony. Genau. Ich hab ein braves Schwein. Geht noch nicht. Ja, das braucht erstmal eine Zeit. Wunderbar. Aber du bist immer noch alleine, Rüdiger. Was machen wir da? Die ganzen Eier sind auch schon wieder weg. Schön, das war erstaunlich
unkompliziert, aber jetzt können wir wenigstens die Karotten mal nutzen. Jetzt haben die irgendeinen Nutzen wenigstens. Zwei Eier noch. Weil so, irgendwo hatten wir Zombiefleisch. Ah, gefährlich. Mach lieber so. Wo hatten wir Zombiefleisch? Nee. Verschiedenes wahrscheinlich. Ja. Da hab ich's ja. Und da sticht sich Minecraft. Da öffnet sich wieder Minecraft. Spinnauge brauchen wir auch. Dann tue ich mal ein paar normale Knochen rein. Fäden. Den Faden tue ich auch mal hier rein. Wunderbar. Da haben wir gleich zwei Schweine. Drei, beziehungsweise. Ja, das könnte ich mal. Wo die Kuh rumdattelt. Entweder ist die runtergefallen, was ich mich gut vorstellen kann, weil das waren Suizidkühe. Das kann ich mich wirklich gut vorstellen, dass die einfach, na, ein paar Stöcke gefallen ist und dann war es das mit der Kuh. Böse gesagt. Das kann ich mich schon vorstellen. Hier eins, zwei noch daneben. Vielleicht haben sie ja gleich wieder ein bisschen Hunger. Lecker Schmecker. Habt ihr jetzt wieder Hunger? Immer noch nicht. Mann, ey! So. Weitergebaut habe ich jetzt im Prinzip noch nicht bei mir da oben. Jetzt ging es nur um Operation Kuh und Pig. Vielleicht kommt noch Operation Horse. Horse. Oder Operation Esel. Esel wäre natürlich ultra praktisch, weil man die vollpacken kann bis oben hin. Boah, ich freue mich aber schon, wenn ich hier mal, wenn die Fenster drin sind und dann außen dekoriert ist alles. Dann kann ich hier innen drin mit der Einrichtung beginnen, weil es sieht schon sehr leer aus. Oder ich kann die verkaufen. Biete ich hier für 100 Millionen Diamanten an. Top Lage, top Aussicht. 100 Millionen Diamanten. Oder ich mache ein Hotel draus. Zimmer habe ich ja hier genug überall. Wie ich das jetzt hier mache noch, mal schauen, vielleicht mache ich das jetzt hier ründlich alles. Würde, denke ich, besser passen, weil hier es ja auch ründlicher ist. Hier ist es 1, 2, 3, 4, 5 geht es raus. Also genau diese Ecke. Es würde mir schon gefallen, wenn ich jetzt diese Krümmung hier vielleicht nochmal reinbekommen würde. Und dann hier auch nochmal eine Krümmung hier rüber macht, da gehe ich aber noch zwei Blöcke rüber, also hier so ungefähr. Das wäre dann das Optimalste. Was läuft da unten? Ah, ein Creeper. Das wäre das Optimalste, weil dann sieht es hier auch definitiv besser aus, als so eckig und kantig. Weil das finde ich persönlich nicht so schön, wenn es so eckig und kantig ist. Wenn alles andere rund ist, vor allem. So, ich bin auch alleine. Wunderbar. Da oben muss ich auch dann noch das Loch verschließen. Ja. Die Arbeit wird auch nochmal lustig, hier das Loch zu verschließen. Naja, aber das ist dann das Einzige. Dann bin ich mit den Rohbauarbeiten fertig. Den Brunnen und außen, das Geländer, beziehungsweise die kleine Mauer da, das zähle ich schon als dekorieren. Das zählt schon für mich zumindest als dekorieren. Jetzt wollte ich nur noch mal nicht auf Versehen runterfallen. Das wollte ich nicht auf Versehen runterfallen. Ah, komme ich da drauf? Nein! Ein Meter zu kurz. Nein, nein, nein! Oh! Junge! Ah, das geht. Da habe ich einfach Steuerung gedrückt. Shift zum Rennen. Junge, Junge, Junge. Autsch. Habe ich... Ja, da unten hatte ich ja schon dran gebaut. Das müsste ich halt dann rund machen, aber es sieht dann wesentlich besser aus, als wenn ich mir jetzt das Gestissel so ansehe. Wenn ich es mir jetzt so ansehe, weil das ist hier alles rund. Eckig. Also mache ich das da hier dann auch rund. Die Seite dann auch rund.
dann mache ich da unten die Erde noch weg. Und die da üben auch, weil die triggert mich zu sehr. Manche Sachen kann ich irgendwie nicht haben. Ich weiß nicht warum. Aber manche Sachen, die regen mich ein bisschen auf. Autsch. Vielleicht auch Treppen mal benutzen. Können wir euch jetzt hier nochmal vermehren? Oh ja, oh ja, ja, gut. Schön, dann haben wir die Schweineanzahl schon mal verdoppelt. Wunderbar. Und ja, ich denke mal, das war es dann auch soweit von dieser wunderschönen Folge Minecraft World. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.